all narratives of Russian propaganda that in Ukraine we have so-called civil war, that our regime is the most cruel in the world, and etc. And I don't want to comment what Nikita said. I want to say following sentences, that Russia on the 24th of February launched a full-scale invasion of Ukraine. Yes, they call it a special military operation, but it's war. It's not only war against Ukraine, it's war against the civilized world. Wir sind die Drahtzieher der Propaganda. Immer häufiger ist Deutschland Ziel russischer Propaganda. Mit Propaganda versucht Russland Einfluss zu gewinnen. Und auch eine junge Frau ist im russischen Propagandanetz allgegenwärtig und verbreitet seit 2019 russische Kriegspropaganda. In den zahllosen Internetvideos Alina Lips lebt die russische Propaganda. Der Vorwurf? Die Verbreitung von Kriegspropaganda, Auftritte wie auf Telegram, machen sie zu den wichtigsten deutschsprachigen Vertreterinnen russischer Kriegspropaganda. Das ist klassische Propaganda. Warum betreibt ihr pro-russische Propaganda? Sie gelten heute in den deutschen Medien als einer der wichtigen Propagandisten des Kreml. Dass sie gegen den Westen sind, zeichnet viele der Propagandisten aus. Gemeinsam produzieren sie Propagandaclips. Hier verbreitet der studierte Finanzwirtschaftler russische Propaganda. Den Vorwurf, als Propagandist zu wirken, weist Röper auf Zoom-Anfrage zurück. Sie ist Russland-Expertin und hat sich viel mit der Arbeit russischer Propagandisten beschäftigt. Es ist ein russischer Propagandacoup. Russische Propaganda folgt einem Muster. Die Bilder von öffentlichen Veranstaltungen lieferten Munition für die Propaganda im Netz und in den russischen Medien. Doch den Vorwurf russischer Propagandatätigkeit bestreitet der Abgeordnete. Doch mit russischer Propaganda habe all das nichts zu tun. Russland und russische Propaganda braucht solche Menschen wie Eugen Schmidt. Und durch diese Kommentare schafft Russland und russische Propaganda dieses Bild. Der Politologe verfolgt die russische Propaganda. Das sind keine Medien, das sind Instrumente zur Desinformation und zur Destabilisierung. Daneben gibt es den Propagandaauftrag. Die russische Propagandamaschine läuft weiter. Inzwischen wird auch der Ton der Propagandisten rauer. Das Hauptziel der russischen Propaganda dürfte in erster Linie ja einen staatszersetzenden Charakter haben. Kriegspropaganda, Destabilisierung, die Verächtlichmachung der deutschen Demokratie. Allein mit Verboten ist der Kampf der Worte offensichtlich nicht zu gewinnen. Kriegspropaganda muss konsequenter verfolgt, Sanktionen müssen durchgesetzt werden. Ich habe mir die undankbare Mühe gegeben, Ihre sogenannten Filme anzuschauen. Sogenannt ist ihr Lieblingswort. Neben Staatsfeind und dessen Derivaten sowie dem Kampfbegriff russische Propaganda. Sie werden es mir nachsehen, dass ich es nur punktuell gemacht habe. Alles in mir lehnt sich auf gegen diese unwürdige Art von pauschaler Diffamierung, Denunziation und eifriger Bedienung der Feindbilder. Wenn Sie tatsächlich wissen wollen, was ich von den deutschen Staats- und Konzernmedien halte, mein persönlicher Rubikon, ab dem ich jeglichen Glauben an ihren moralischen Kompass verloren habe, war das Massaker von Odessa. Und ich rede hier nicht von journalistischen Maßstäben und Grundprinzipien, die allesamt geschreddert wurden. Ich rede von elementaren Menschlichkeit und Anstand. Sie erinnern sich, das in Brand geratene Gewerkschaftshaus in ihrer Diktion. Als Menschen am lebenden Leibe verbrannt oder vom johlenden Nazimob zu Tode getreten wurden, wenn sie sich aus dem Feuer durch die Fenster stürzten. Erinnern Sie sich, wie die Maidan-Parteien im Kiewer Parlament, und andere gab es zu dem Zeitpunkt nicht mehr, darüber stehend klatschten. Über die lustigen Memes wie Mai-Barbecue oder gegrillter Kartoffelkäfer, so wurden Regierungsgegner genannt. 48 Tote nach offizieller Rechnung allein. Bei dem gefakten Ratschak-Massaker waren es 46 tote UÇK-Kämpfer. Und das war Grund genug, um den Bombenangriff auf Serbien der Öffentlichkeit als Responsibility to Protect zu verkaufen. Zum Schluss fragen Sie mich noch, wie sich Deutschland verändern würde, nachdem mit der AfD und dem Bündnis Sarah Wagenknecht neue Player in die Pool-Position gekommen seien. Na, dann sind Sie aber ein Optimist, wenn Sie Veränderungen aus dieser Richtung erwarten. Wenn es weiter so flott mit der Kriegsertüchtigung vonstatten geht, dann braucht man sich über die neuen Akteure im Parlament keinen Kopf zu machen. Dann
dann hat man andere Probleme, wenn überhaupt welche. Ihre geschätzten Experten werden es Ihnen bestimmt erklären, dass das alles Angstmache der russischen Propaganda ist. Ihr Wort in Gottes Ohr. Zum Schluss erlauben Sie mir eine kleine Bemerkung. Es heißt korrekt Pole Position, nicht Pool Position. Vom Englischen Pole, Pfosten auf Deutsch. Und rührt aus dem Motorsport her, nach anderen Angaben aus dem Pferderennsport, wo der Gewinner des Qualifikationsrennens beim Start zum Hauptrennen die vorderste Position am Pfosten einnimmt. All narratives of Russian propaganda that in Ukraine we have so-called civil war, that our regime is the most cruel in the world, and etc. And I don't want to comment what Nikita said. I want to say following sentences that Russia on the 24th of February launched a full-scale invasion of Ukraine. Yes, they call it a special military operation, but it's war. It's not only war against Ukraine, it's war against the civilized world.